Hi, ich begrüße euch zu einer Folge von Digi-Fernunterricht. Ich bin Philipp Wampfler und die Gedanken, die jetzt folgen, habe ich mir im Zusammenhang mit einem Webinar in NRW gemacht, bei dem es ums Projektlernen ging. Also wie ich habe den Impuls vorgestellt, dass man so viel offenes Projektlernen wie möglich, so viele kleinschrittige Übungen wie nötig bereitstellen sollte für Schülerinnen und Schüler. Und dabei ist mir Folgendes bewusst geworden: Das eigentliche grundsätzliche Modell, ich würde mal sagen, der Default im Umgang mit Schule ist, es gibt Lernziele, die vorgegeben werden. Also nehmen wir ganz einfach mal an, Schülerinnen und Schüler sollen lesen und rechnen lernen in der Schule. Das wird irgendwie vorgegeben, wie gut man das können sollte, was für Texte man beispielsweise lesen sollte, welche Rechnungen man lösen soll, können sollte, also man, Schülerinnen und Schüler. Und dann gibt es eine Lernzielüberprüfung. Also in einer Prüfung, in einem Testsetting wird geprüft, ob diese Lernziele erfüllt worden sind, ob die Schülerin, der Schüler genug gut lesen, genug gut rechnen kann, und der Test ist einfach, mach das, was wir als Lernziel dir vorgegeben haben. Und beide Vorgaben, also sowohl das Ziel als auch die Überprüfung des Ziels, werden von außen vorgegeben. Die kommen nicht von den Lernenden selbst. Und das ist klar, dass das natürlich in Bezug auf Motivation, in Bezug auf Gefühle im Umgang mit Schule, auch im Umgang mit Lernen sehr viele negative Effekte hat, dass es nicht Ziele sind, die die Schülerinnen und Schüler notwendigerweise aus sich selber bewältigen wollen, dass vielleicht die Überprüfung der Ziele gar nicht der Erfüllung der Ziele entspricht. Also wenn ich Ziele in meinem Leben erreichen möchte, dann möchte ich nicht, dass die von außen überprüft werden, sondern ich möchte sie gerne von innen überprüfen. Und deshalb ist man zum weiteres Modell gekommen, nämlich mit Kompetenzen werden sowohl Bedürfnisse in Bezug auf Wirksamkeit von den Schülerinnen und Schülern selbst wahrgenommen. Also es wird wie gesagt, was kann ich denn, was ich vorher noch nicht konnte. Natürlich kann man auch sagen, rechnen und lesen, das ist eine Kompetenz, völlig klar. Aber es wird mehr von den Schülerinnen und Schülern ausgedacht im Sinne von, es ist eine Art Ermächtigung, es ist eine Befähigung zu etwas, es ist nicht etwas, was jetzt von außen unbedingt vorgegeben wird, sondern kann stärker im Austausch erfolgen. Und diese Kompetenzen werden jetzt mit Kompetenzen nachweisen. Die werden nicht überprüft, sondern die werden nachgewiesen von den Lernenden aus. Das ist die grundsätzliche Idee. Also ich habe dann nicht mehr einen Test, sondern ich sage, zeig mal, kannst du das? Wie kannst du mir zeigen, dass du das kannst? Wie würdest du das jemandem zeigen, dass du das kannst? Das wäre dann der Kompetenznachweis. Und da braucht es dann niemand Externes mehr, sondern das erfolgt von den Lernenden selber aus, und das ist dann ein Lernprodukt, was entsteht. Jetzt dieser zweite Schritt, natürlich ist dieses Kompetenzmodell unter breite Kritik geraten. Die Kritik möchte ich jetzt nicht weiter wiederholen. Vieles von dem ist eine Abwehrhaltung, dass man eigentlich von dem Modell ausgeht und sagt, aber ich habe auch mal diese Lernziele erfüllen müssen. Zum Beispiel Wissen ist ganz wichtig. Man muss doch gewisse Dinge wissen. Also wenn man nicht weiß, wann der Zweite Weltkrieg gewesen ist, wie soll man dann irgendwie im Leben funktionieren? Also wenn es jetzt nur um Kompetenzen geht, dann könnte es ja sein, dass Schülerinnen und Schüler gar nicht mehr wissen, wann der Zweite Weltkrieg war. Das ist eine Kritik, die sehr oberflächlich ist und die gar nicht versteht, worum es eigentlich geht, weil es natürlich dazu gehört, etwas zu wissen, um Kompetenzen zu haben. Und das wird dann spätestens beim Kompetenznachweis deutlich, dass natürlich das Wissen eine Rolle spielt. Aber es gibt auch eine Kritik, die total gerechtfertigt ist. Und zwar ist das Problem, dass hier eine Vereinzelung, eine Individualisierung stattfindet, dass man sagt, jede einzelne Person ist für die Kompetenzen verantwortlich. Es ist eine Art Entsolidarisierung, die hier stattfindet und die auch nicht berücksichtigt, dass Kompetenzen oder die Voraussetzungen für den Kompetenzerwerb sehr unterschiedlich verteilt sind. Also ich würde jetzt sagen, mein Gleichgewichtssinn, der ist jetzt eher unterdurchschnittlich, und wenn ich jetzt
dafür zuständig wäre, im Zirkus balancieren zu müssen, dann wäre das wahrscheinlich weniger gut. Und deshalb ist es sinnvoll, dass es Artistinnen und Artisten gibt, die diese Zirkusaufgaben übernehmen können, für die ich jetzt nicht besonders geeignet bin. Und mir jetzt diese Kompetenzen, die von mir einzufordern oder dass ich jetzt Kompetenzen nachweise, TikTok-Videos, in denen ich wahnsinnig gut balancieren kann, abliefern müsste, das würde nicht sehr viel bringen. Deshalb ist natürlich die sinnvolle Form zu sagen, arbeite zusammen, Kollaboration. Und da ist die Form gar nicht mehr, dass man Kompetenzen vorgibt, sondern dass man Projektarbeit ermöglicht, die natürlich im Hintergrund schon die Vorstellung hat, dass Kompetenzen nötig sind, dass sie aufgebaut werden. Aber der Kompetenzbegriff steht gar nicht im Vordergrund, sondern der Projektbegriff steht im Vordergrund. Und das ist jetzt ein bisschen offen gedacht, weil ich kann mir auch vorstellen, dass man es anders formulieren könnte, aber worum es geht, der wesentliche Punkt ist, ich gehe nicht mehr vom Individuum aus, sondern ich gehe von einer Lerngemeinschaft aus, von einer Gruppe. Man könnte auch statt Projekt, könnte man sowas wie kollaborative Kompetenzen einbauen oder unterschiedliche Perspektiven wahrnehmen. Ich denke, der Projektbegriff trägt schon, aber ich bin da auch sehr für Anregungen offen. Und was dann entsteht, ist ein kollaboratives Projektergebnis. Also das kann auch wieder ein Lernprodukt sein. Das könnte man dort auch so hinschreiben. Also eine Lerngruppe setzt sich in Projektarbeit mit einem Lerngegenstand auseinander und sie erarbeitet etwas, was sie dann auch vorstellt, was sie reflektiert, was im Idealfall dann sofort zum nächsten Projekt führt. Und jetzt ist der entscheidende Punkt, dass ich nicht mehr die Leistung jedes Individuums herausrechnen kann. Das ist Punkt 1. Der Punkt 2 ist, diese Leistungen müssen jetzt auch gar nicht mehr identisch sein. Also wenn die jetzt ein Zirkusprojekt aufführen und jemand ist, also die Person, die ich wäre, ich weiß nicht, ich wäre vielleicht mehr so der Filmer von diesen TikTok-Videos oder ich wäre, weiß nicht, der Announcer, der so ein bisschen die Artistinnen und Artisten vorstellt, oder das Sägemehl da reinschaufelt oder sowas, aber ich wäre sicher nicht die Person, die oben balancieren würde. Und trotzdem könnte ich mit anderen zusammen wahrscheinlich sehr guten Zirkus auf die Beine stellen, aber ich könnte nicht balancieren. Und das ist der entscheidende Punkt, wenn man dann sagt, ja, jetzt gibt es Noten fürs Balancieren und Philipp hat jetzt einfach eine sehr schlechte Note, weil er nicht balancieren kann. Dann heißt es nicht, dass wir nicht vielleicht doch einen guten Zirkus auf die Beine gestellt haben. Und das ist so der zentrale Punkt, wo der Übergang von hier nach hier, das geht recht gut, dass man sagen kann, ja, es gibt so eine alternative Leistungsmessung. Das kriegen auch viele Länder und Schulverordnungen so hin, dass man sagt, das ist okay, dass man sowas Projektlernen, Kompetenznachweis, dass man das macht. Aber das kriegen noch sehr wenige hin, dass man sagt, das ist jetzt nicht identisch, es ist nicht mal vergleichbar, was geleistet worden ist. Und doch ist das ganz, ganz wichtig für zeitgemäße Lern- und Arbeitsformen, dass ich merken muss, okay, ich habe eine Perspektive, ich habe eine Form von Fähigkeiten, andere haben andere Fähigkeiten, andere Perspektiven. Und das ist jetzt nicht ein Abgleich, der hier stattfinden muss, eine Angleichung, auch keine Nivellierung, sondern es ist ein etwas Ergänzendes, was so ineinander geht. Das sind meine Gedanken. Ich denke gern weiter. Ich schreibe auch noch einen Blogpost dazu. Den findet ihr dann da unten. Ich danke fürs Zuhören, fürs Mitdenken und bis zum nächsten Mal.